Ja, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Logbuchs und wir sind ja in unserer Reihe zum Thema Digitalisierung. Heute mal das Schlagwort künstliche Intelligenz. Da geht man ja erstmal immer so davon aus, dass das irgendwie Roboter sind oder sonstige Maschinen, die irgendwo in der Wirtschaft oder in Unternehmen oder ganz, ganz weit von uns weg sind. Aber die Frage, ist denn künstliche Intelligenz auch schon in unserem Alltag angekommen? Seien wir mal gespannt, was Sascha Lobo hier zu antworten hat. Wenn man sich die Frage stellt, wann kommt eigentlich künstliche Intelligenz in den Alltag der Menschen hinein, dann lautet die Antwort, sie ist längst da. Man spürt das nicht so häufig, aber hinter einer Vielzahl von verschiedenen Anwendungen im Netz, in Apps, im Smartphone, liegt längst künstliche Intelligenz. Wann immer man irgendetwas mit der Stimme macht, zum Beispiel Amazon Echo und Alexa, dann hat man es direkt mit künstlicher Intelligenz zu tun, mit lernenden Algorithmen, um das vielleicht ein bisschen zu erklären. Dieses Maschinenlernen oder Machine Learning ist ein Teilbereich von künstlicher Intelligenz. Und das bedeutet, die Maschinen, die uns im Alltag umgeben, die stellen sich immer besser darauf ein, was wir eigentlich brauchen, was wir machen wollen und wie wir mit den Maschinen selbst umgehen. Und natürlich ist in der nächsten Generation von Automobilen auch künstliche Intelligenz verbaut. Natürlich sind heute schon Smartphones eigentlich Maschinen, die künstliche Intelligenz beinhalten. Zumindest indirekt darüber, dass sie mit Servern kommunizieren, auf denen künstliche Intelligenzanwendungen stattfinden. Insofern ist die künstliche Intelligenz längst in unseren Alltag hineingekommen. Und ich glaube, dass wir früher oder später auch sehr deutlich merken, dass etwas Neues passiert mit der Vernetzung. Und zwar etwas, was uns ganz direkt betrifft und wo das Internet auf einmal eine Art Eigenleben bekommt. Das ist durchaus gruselig und gleichzeitig glaube ich, dass eine große Chance darin liegt. Ja, also Vorsicht, jeder hat die künstliche Intelligenz quasi immer dabei auf dem eigenen Handy. Wie verhält es sich mit der künstlichen Intelligenz aber jetzt in der Wirtschaft? Was für Herausforderungen haben Unternehmer zu bewältigen? Ganz grundsätzlich muss man erstmal feststellen, was künstliche Intelligenz eigentlich ist. Etwas vereinfacht ist das eine spezielle Form von Mustererkennung und Musterprognose, und zwar mit Maschinen und Computern. Diese Form von künstlicher Intelligenz, die kann man nun fast überall einsetzen, da wo Datenströme fließen, die man auswerten muss. Und da hat die Maschine inzwischen einen gigantischen Vorteil. Sie erkennt nämlich Muster, die der Mensch beim besten Willen einfach nicht erkennen kann. Das bedeutet, sie findet Wege, sie findet Antworten, sie findet teilweise sogar Fragen für diese Antworten, die der Mensch sich gar nicht vorstellen kann. Und genau aus diesem Grunde wird künstliche Intelligenz überall dort Eingang finden, wo Datenströme fließen. Und das natürlich besonders im Bereich der Arbeit. Das wirft dann wiederum die Frage auf, wird der Mensch ersetzt werden durch künstliche Intelligenz und Roboter? Wird es irgendwann niemanden mehr geben, der Arbeit hat? Und da glaube ich, dass das nicht stimmt. Ich glaube, dass das nicht so ist. Ich glaube aber allerdings schon, dass sich durchaus problematische Entwicklungen des Kapitalismus durch künstliche Intelligenz verstärken. Wir werden nicht alle arbeitslos, aber eine Aufspreizung nimmt zu. Will sagen, es gibt wenig Leute, die sehr viel verdienen und viele Leute, die durch künstliche Intelligenz mit Maschinen konkurrieren müssen und deswegen immer weniger verdienen. Und das halte ich für die eigentliche Schwierigkeit, der wir begegnen müssen in Zukunft. Ja, also auch in der Wirtschaft warten große Herausforderungen. Aber ich denke, unsere Unternehmen im Landkreis Sigmaringen sind hier gewappnet und zumindest jetzt auch ein Stück weit mehr informiert. Soweit für heute. Beim nächsten Mal frage ich Sascha Lobo, wie sich denn die Digitalisierung auf die Schulbildung auswirkt. Seien Sie gespannt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.